So, Servus Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir oder beziehungsweise von uns. Heute wird es mal darum gehen, Tipps und Tricks eben auch für Anfänger. Ich werde einzelne Fragen beantworten, die ich mir jetzt mal ausgedacht habe, die auch viel gestellt wurden und ja, da ein bisschen was dazu sagen. Heute mal eine andere Location, wo ich drehe. Ich habe ja auf Instagram mal in der Story hochgeladen, dass ich hier so ein kleines Streaming-Zimmer draus machen werde. Es ist natürlich alles noch im Umbau. Couch steht bis jetzt mal und ein kleiner Tisch und hier eine Pflanze und eine Lampe. Mehr gibt es noch nicht. Auf jeden Fall werde ich euch das dann auch mal sehen lassen und ihr werdet das dann auch in den nächsten Videos sehen, wenn das dann alles auch mal fertig eingerichtet ist. So, kommen wir jetzt auf jeden Fall mal zu Tipps und Tricks für Anfänger. Ich habe mir hier mal 6 Fragen ausgedacht, beziehungsweise mal rausgesucht, die viel gestellt wurden und werde darauf jetzt mal ein bisschen näher eingehen. Die erste Frage war, wie baue ich den Kopf mit Funnel und Smokebox? Und welche Köpfe kann man empfehlen? Also, ganz wichtig, wenn ihr euch einen Funnel raussucht und ihr wollt das Ganze mit Smokebox bauen, dann sucht euch auf jeden Fall schon mal einen guten Funnel raus. Spart da auf jeden Fall nicht mit dem Geld. Also, verschiedene Funnels, die ich empfehlen kann, sind auf jeden Fall der Hooker in the Clip. Das ist wirklich ein super Funnel und passt die Smokebox auch wirklich 1A drauf. Dann der ATH Traverten, so wie ich ihn jetzt hier benutze, den Oblaco M oder L. Könnt ihr aber auch den S nehmen, ich bevorzuge den M. Und da gibt es auch noch verschiedene andere. Checkt auf jeden Fall ab, die nächsten Wochen wird auch noch ein Kopfvideo von mir kommen. Da werde ich euch meine Top 10 Köpfe, Funnelköpfe oder auch generell Köpfe vorstellen. Da wird es auch darum gehen, Köpfe mit Smokebox, mit Alufolie und auch mit Kaminaufsatz. Also da bleibt auf jeden Fall da mal dran. Da wird demnächst noch was kommen von mir und da werde ich auch nochmal gezielt dann auf jeden einzelnen Kopf eingehen. Auf jeden Fall, was wichtig zu beachten ist, spart auf jeden Fall nicht beim Kopfbau, beim Kopfkauf. Hey, was ist heute los? Spart da auf jeden Fall nicht. Ich sag mal so zwischen 20 und 30 Euro kriegt ihr auf jeden Fall schon einen sehr guten Funnel und kauft da auf jeden Fall keinen Billigscheiß für 10, 15 Euro, nur weil es in irgendeinem Shisha-Laden neben am Eck irgendwo mal rumliegt. Spart da auf jeden Fall nicht. Benutzt auf jeden Fall einen Kopf, wo ihr wisst, okay, der Hersteller ist sehr gut und wie gesagt, checkt dann auf jeden Fall das Video ab, was noch kommt. Da werde ich auch nochmal auf die Köpfe eingehen. Also jetzt Kopfbau im Funnel mit Smokebox. Es ist ganz wichtig zu beachten, seid ihr da frisch in der Szene drin, also mit Smokebox zu rauchen oder habt ihr da schon Erfahrung? Logischerweise habt ihr wahrscheinlich noch nie einen Kopf mit Smokebox gebaut, wenn ihr euch die Frage stellt. Ich würde euch da auf jeden Fall empfehlen, tastet euch daran. Es gibt ja verschiedene Setups mit Smokebox zu bauen. Es gibt einmal das Abstandssetup, das wird halt nicht bevorzugt, würde ich euch auch nicht empfehlen. Dann gibt es einmal das Noppenkontakt-Setup oder auch Kontakt-Setup genannt. Und das Vollkontakt-Setup. Bei Noppenkontakt bedeutet das, ihr sucht euch euren Funnel raus. Der muss halt mit der Smokebox kompatibel sein. Das heißt, die Smokebox sollte hier schön am Funnel aufliegen. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das hier gescheit seht, aber denke ich mal schon. Es hat halt alles so die einheitliche Größe. Die Smokebox steht jetzt nicht über den Rand vom Funnel weg. Sie sitzt jetzt aber auch nicht zu weit im Funnel drin, weil der Funnel viel breiter wäre wie die Smokebox. Guckt da halt, dass das alles so ein bisschen passt. Aber wie gesagt, die gängigen Funnels, die passen eigentlich alle mit Smokebox. Und ja. Und dann legt ihr halt die Smokebox auf den Funnel drauf und guckt halt erstmal, wie weit eure Noppen in den Funnel eben reingehen. Meistens ist es so, dass man sagt, bis kurz unter den Funnelrand oder so circa ein halber Zentimeter Abstand bis zum Rand vom Funnel sollte man den Tabak dann befüllen. Merkt euch auf jeden Fall, presst den Tabak da nicht rein, macht den locker flockig rein, benutzt auch gerne Funnelstopfen oder so ein kleines Plastikhygienemundstück oder ein Stück Zewa, steckt das in das Funnelloch rein, lasst den Tabak locker flockig in den Kopf reinfallen. Checkt auf jeden Fall auch unsere anderen Videos ab, die wir davor schon hochgeladen haben. Gerade in den vielen Tabakvorstellungen, die wir posten, sind meistens Kopfbauvideos drin, da könnt ihr auch nochmal reinschauen und dann seht ihr auch nochmal, wie wir die Köpfe bauen. Auf jeden Fall lasst den Tabak locker flockig reinfallen in den Kopf und ja, am Ende tut ihr das alles noch so ein bisschen verteilen, dass alles ungefähr eine gerade Fläche hat. Also das sollte jetzt nicht irgendwie die linke Seite so ein Berg voll Tabak sein und auf der rechten Seite liegt kaum was. Sollte halt alles ungefähr gleichmäßig verteilt sein und dann setzt ihr die Smokebox drauf.
Und wenn ihr die dann so leicht hin und her wackelt, ein bisschen bewegt, dann werdet ihr schon sehen, okay, an den Noppen ist zum Beispiel jetzt ein bisschen Molasse oder Tabak dran und dann heißt das, ihr habt einen Noppenkontakt. Ein Vollkontakt wäre natürlich, ihr würdet die ganze Fläche von der Smokebox würde voll im Tabak versinken. Das heißt, die ganzen Noppen versinken schon im Tabak drin und die ganze Fläche von der Smokebox berührt den Tabak. Ich kann euch auf jeden Fall erstmal für den Anfang ein Noppenkontakt-Setup empfehlen, weil ihr da einfach nicht die Gefahr lauft, dass euch der Tabak vielleicht zu schnell anbrennt, ihr zu viel Hitze kriegt und euch der Tabak ja verbrennt und einfach nur noch scheiße schmeckt und kratzt und drückt. Und ja, deswegen fangt auf jeden Fall mit einem guten Noppenkontakt-Setup an. Da könnt ihr dann eigentlich auch nichts falsch machen. Wie gesagt, bei der Wahl mit der Smokebox kann ich auf jeden Fall empfehlen, den normalen Callout Lotus 1 Plus Niris oder den 1 Plus Normal zu nehmen, also den normalen Callout Lotus. Ihr könnt aber auch zu einer Smokebox-Alternative greifen. Was ich jetzt hier gerade benutze, ist auch kein originaler Callout. Das ist eine Rauchbox-Alternative, die bekommt ihr meistens so zwischen 10 und 20 Euro. Ich sage jetzt mal für den Anfang, um einfach mal zu testen, wie das Ganze überhaupt ist, ist das eigentlich, finde ich persönlich, meiner Meinung nach eine ganz gute Alternative, bevor man gleich 60 Euro ausgibt für einen Kalaut. Aber ich kann euch aber auch empfehlen, ein Kalaut ist definitiv besser wie diese Smokebox-Alternative, weil er halt qualitativ hochwertiger. Und da müsst ihr halt für euch entscheiden, gebt ihr jetzt gleich 60 Euro aus oder so oder 70 Euro und kauft euch halt eben den Kalaut. Oder sagt ihr halt, nee, um erstmal nur zu testen, wie das überhaupt mit Smokebox ist, holt ihr euch sowas für 15, 20 Euro. Das muss halt jeder für sich entscheiden. So, kommen wir zur zweiten Frage. Warum kratzt die Shisha oder schmeckt der Tabak verbrannt? Das ist auch ganz einfach zu erklären. Wenn eure Shisha anfängt zu kratzen, dann hat das wirklich nichts mit der Shisha zu tun. Ich habe die Frage extra so formuliert, weil viele stellen die Frage, warum kratzt meine Shisha? Es hat nichts und wirklich gar nichts mit der Pfeife zu tun, die ihr benutzt. Also ihr könnt wirklich mit einer total abgeranzten 10, 20 Euro Kiosk oder was weiß ich was Pfeife rauchen, ja, und die wird nicht kratzen. Das liegt nur ganz allein am Kopfbau. Also es ist auch wirklich egal, ob ihr euch jetzt eine Pfeife kauft für 50 Euro, für 100 Euro oder für 400 Euro. Es liegt nicht an der Pfeife, es liegt am Kopfbau. Natürlich, wenn ihr jetzt hier eine Pfeife mit Wasser, wo schon ein Jahr drin steht, total versifft und ungeputzt raucht, dann wird es wahrscheinlich jetzt auch nicht gerade so lecker schmecken und wird natürlich total abgeranzt schmecken. Aber was niemals passieren wird, ist, dass die Pfeife kratzt oder verbrannt schmeckt oder drückt oder sonst irgendwas. Es liegt nie an der Pfeife. Das liegt halt wirklich einzig und allein an eurem Kopfbau. Deswegen kann ich euch wirklich empfehlen, baut ihr im Funnel, baut nicht zu hoch. Probiert am Anfang wirklich euch aus. Wenn ihr euch ein Funnel kauft, macht das Ding voll, lasst einen kleinen Abstand zum Rand. Ich sage halt immer so ein halber Zentimeter bis Zentimeter, wirklich ungefähr so groß, ein bisschen Abstand zum Rand, befüllt ihr den Tabak locker rein, ein bisschen antupfen mit dem Lochstecher, ein bisschen zurechtdrücken den ganzen Tabak, dass jetzt halt nicht die Tabakblätter mega nach oben hinwegstehen und euch somit irgendwie an der Alufolie oder an der Smokebox kleben bleiben. Und dann probiert ihr euch durch. Entweder kauft ihr euch eben Panzeralufolie, ich mache meistens eine Zwei-Reihen-Lochung. In der Mitte, wo das Pfannenloch ist, sollte natürlich da keine Lochung stattfinden und probiert euch eben aus. So wie ich es jetzt mache, ich lege zwei Kohlen auch in die Smokebox rein, eine auf Kipp und so rauche ich jetzt erstmal so ein bisschen die Pfeife. Wenn ich merke, okay, das Ganze wird mir zu stark, dann lege ich die Kohle, die jetzt auf Kipp liegt, lege ich meistens oben drauf oder schmeiße sie dann in den Kohlekorb rein und rauche eben dann noch mit zwei Kohlen weiter. Da müsst ihr euch einfach so ein bisschen ausprobieren. Ich finde halt, ihr habt hier das perfekte Hitzespiel mit der Kohle, was Smokebox anbegeht, weil ihr könnt euch halt wirklich frei entscheiden. Raucht ihr mit zwei Kohlen drin, einer auf Kipp, oder raucht ihr nur mit zwei Kohlen, oder raucht ihr nur mit einer Kohle drin und legt beide Kohlen auf Kipp, könnt ihr natürlich auch machen. Da könnt ihr euch so ein bisschen ausprobieren und wenn ihr wirklich den Kopf nicht zu voll klatscht, dass der ganze Tabak schon an der Smokebox hängt und euch schon jämmerlichst anbrennt, dann könnt ihr da auf jeden Fall ein bisschen mit spielen und euch da ein bisschen ausprobieren. Und das sind so meine Tipps, warum die Shisha kratzt oder verbrannt schmeckt. Es liegt wirklich nur am Kopfbau. Manchmal ist weniger mehr. Übertreibt es nicht gleich mit der Hitze. Wie gesagt, wenn ihr das erste Mal mit Smokebox raucht, versucht es vielleicht genauso wie ich es jetzt mache und nach 3, 4 Minuten nehmt ihr die dritte Kohle einfach mal runter und guckt halt einfach mal, wie es schmeckt. Jeder Tabak ist halt auch wieder anders da. Jeder Tabak verträgt unterschiedlich viel Hitze. Probiert euch da aus
und dann wird das Ganze schon laufen. So, jetzt kommen wir zur Frage Nummer 3. Wie kann ich aus einer Mehranschlusspfeife auspusten? Also, es gibt ja verschiedene Modelle von Pfeifen. Hier seht ihr jetzt die Secret Hoka, die ich jetzt hier stehen habe, die ich benutze. Die hat nur einen Schlauchanschluss. Hier ist schon ein Ausblassystem integriert. Ganz normal, ihr habt den Schlauch am Anschluss dran und könnt auspusten. Habt ihr jetzt aber eine Pfeife, die hier 2, 3 oder 4 Schlauchanschlüsse habt und ihr wollt aus dieser Pfeife auspusten, dann habt ihr eben das Problem, in jedem Schlauchanschluss ist logischerweise eine Ventilkugel drin. Wenn jetzt in jedem Anschluss eine Kugel drin ist und ihr steckt euren Schlauch jetzt auf einen Anschluss drauf und wollt auspusten, geht es natürlich nicht. Dann müsst ihr aus dem Anschluss, wo euer Schlauch drin ist, also euer Schlauchadapter drin steckt und wo ihr auch mit raucht, schraubt ihr ab, nehmt die Ventilkugel raus und ganz wichtig, steckt den Schlauch dann in den Anschluss rein, wo die Kugel rausgenommen wurde, nicht in einen anderen. Und so könnt ihr dann, wenn ihr alleine raucht, ganz locker flockig aus einer 4-Anschluss-Pfeife auspusten. Wenn ihr jetzt aber mit mehreren Leuten an dieser Pfeife raucht, dann müsst ihr oben zuhalten, dass die anderen Leute eben auspusten, beziehungsweise dass die anderen Leute ziehen können, weil ja eine Kugel fehlt. Deswegen würde ich sowas nicht unbedingt empfehlen, wenn man jetzt mit mehreren Leuten an der Pfeife raucht oder zu zweit an der Pfeife raucht, sondern nur, wenn ihr halt eben alleine an der Pfeife raucht. Kommen wir zum vierten Punkt. Häufig werde ich gefragt, was sind denn günstige und gute? Kommen wir jetzt mal zu den Pfeifen, was ich euch rausgesucht habe. Es sind 3 Markenhersteller und zwar ist es einmal Aladdin, da kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, die MVP 360. Die gibt es in verschiedenen Varianten. Das ist eine Edelstahlpfeife, die ist von der Größe her, ich glaube, 36 cm hoch. Auf jeden Fall relativ kleine Pfeife, ungefähr von der Höhe so wie die, würde ich sagen, vielleicht ein bisschen kleiner. Und ja, ist auf jeden Fall eine Edelstahlpfeife, das würde ich euch nämlich auch ganz wichtig für den Anfang empfehlen. Ich bin nicht so unbedingt der Freund von Aluminiumpfeifen und wenn, dann sollte man das Ganze in einer Kombination kaufen. Diese hier sieht auch aus wie eine Aluminiumpfeife, ist aber keine Aluminiumpfeife, das ist eine Edelstahlpfeife, die ist nur schwarz lackiert. Auf jeden Fall kauft euch als Anfänger, würde ich sagen, gleich eine Edelstahlpfeife, weil die einfach auch besser zu reinigen ist. Die Dinger sehen besser aus, wenn ihr die ein paar Jahre habt. Und ihr macht damit einfach bessere Erfahrungen, würde ich jetzt sagen. Und mir gefällt es optisch auch besser. Jeder muss es natürlich für sich entscheiden. Also die Aladdin MVP 360 gibt es halt wie gesagt in Gold. Die gibt es in verschiedenen Bowl-Farben. Blau, Clear, Schwarz, Blau, Rot, was weiß ich. Die kostet normalerweise 90 Euro und ihr bekommt die oft in Online-Shops für 70 oder 80 Euro im Angebot. Ist auf jeden Fall eine sehr gute Anfängerpfeife. Checkt das Ganze auf jeden Fall mal ab. Ich gucke auch mal, dass ich den Link unten in die Beschreibung reinballern. Da könnt ihr nämlich auch einfach draufklicken. Ganz wichtig zu sagen, es ist eine Einschlauchpfeife. Wenn ihr die kauft, bekommt ihr die meistens schon im Set. Das heißt mit Steinkopf, mit einem Kamin, mit Schlauch und Mundstück. Alles von Aladdin. Kann man auf jeden Fall nichts sagen. Dann die zweite Pfeife, die ich euch empfehlen kann, ist auch von Aladdin. Das ist die MVP 460. Das heißt, das ist einfach ein Modellnummer größer. Die kostet normalerweise 100 Euro. Je nachdem, ob ihr einen Gutscheincode benutzt oder eben auch die im Angebot kauft, dann kriegt ihr die manchmal auch schon für 70 oder 80 Euro. Ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr schöne und gute, hochwertige Pfeife aus Edelstahl. Ich feiere die ganz gut mit dem Rainbow Glas oder dem schwarzen Glas, Bold Glas. Das Ganze kriegt ihr eben auch mit Steinkopf, Kaminaufsatz, Schlauch und Mundstück. Dann habe ich mir jetzt noch eine dritte rausgesucht, die ist auch von Aladdin. Das ist dann wiederum die MVP 670. Das ist dann halt die ganz große Edelstahlpfeife. Falls ihr jetzt irgendwie was feiert, was irgendwie größer ist, die hat dann auch 4 Schlauchanschlüsse dran, falls ihr dann auch zu zweit rauchen wollt. Und die liegt bei 140 Euro. Was meiner Meinung nach vollkommen klar geht für eine gute Edelstahlpfeife. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne mal bei Herstellern wie Kaya oder auch bei Amy vorbeigucken. Die machen auf jeden Fall auch sehr gute Pfeifen, wo auch in einem günstigen Preissegment liegen. So, kommen wir zur Frage Nummer 5. Wie viel Wasser mache ich in die Bowl? Das ist halt auch mal so eine Frage, wo ja eigentlich total einfach zu beantworten ist, aber trotzdem wird sie sehr häufig gestellt. Ihr habt eine Pfeife daheim, ihr seht das Tauchrohr und ihr seht die Bowl. Und je nachdem, wie weit und tief euer Tauchrohr mit Diffusor oder ohne Diffusor eben in die Bowl eingeht,
Man sagt halt immer so 2 Finger breit, circa 2 Zentimeter, sollte das Tauchrohr im Wasser sitzen. Ja? Habt ihr jetzt einen Diffusor dran, dann guckt halt einfach, also ich gucke dann meistens so, dass der Diffusor komplett im Wasser sitzt. Habt ihr keinen Diffusor ran, dann ungefähr so 2 Finger breit oder 2 Zentimeter. Sollte das Tauchrohr im Wasser sitzen. Was passiert, wenn es nicht weit genug im Wasser sitzt? Logischerweise, der Durchzug ist nicht so gut. Ihr werdet das auch merken, sitzt das Tauchrohr zu tief im Wasser, ist der Durchzug sehr schwer. Ja, und ihr merkt das ja auch, wenn es 2 Zentimeter im Wasser sitzt, die Pfeife blubbert ganz normal. Kommen wir zur letzten Frage. Welchen Kopf oder welches Setup kann ich Shisha-Anfängern empfehlen? Das ist ganz einfach. Jeder, der davor noch nie Shisha geraucht hat und der jetzt in der Szene einsteigt, dem kann ich auf jeden Fall empfehlen, kauft euch einen guten Steinkopf, am besten von KS Apo, holt euch einen guten Kamin für oben drauf, am besten noch ein Einlegesieb, weil ihr dann eben nicht die Gefahr lauft, dass der Tabak vielleicht zu fest in den Kopf reingestopft ist oder dass euch die Löcher verstopfen und der Durchzug dann eben wieder ziemlich eng ist. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Entweder holt ihr euch eben einen Tonkopf, ich bevorzuge für Anfänger am besten einen Steinkopf, weil ihr im Steinkopf wirklich alles rauchen könnt. Im Tonkopf natürlich auch. Aber der Steinkopf hat eben einen neutraleren Geschmack wie der Tonkopf, finde ich. Auf jeden Fall legt euch das Ganze zu. Ihr kriegt da verschiedene Varianten. Das Ding muss jetzt auch nicht von KS Apo sein. Da gibt es schon gute von Smoker oder was weiß ich was für Marken. Ich sag mal so Preissegment. Wenn ihr die Dinger im Angebot kauft, in den meisten Shisha-Shops bekommt ihr Steinköpfe mit Sieb und Kamin für 10 Euro, 15 Euro. Ich sage jetzt mal, der teuerste Preis, den ich bis jetzt gesehen habe, für einen normalen Steinkopf mit Kamin und Sieb waren 20 Euro. Ein KS-Apo liegt circa bei 17 oder 18 Euro. Da müsst ihr halt einfach mal gucken. Wenn ihr dann eure Erfahrungen mit dem Steinkopf gemacht habt und ihr habt dann eben mal ein paar Wochen oder Monate damit geraucht und sagt euch eben, okay, jetzt möchte ich mit einem Funnel anfangen oder durchstarten, dann checkt auf jeden Fall unser Video ab, was jetzt demnächst kommen wird. Ich kann es euch nur noch mal sagen, da werde ich verschiedene Funnels vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, ob es genau 10 Stück sind, vielleicht sind es auch 20, ich weiß es nicht. Ich werde auf jeden Funnel eingehen, ich werde jeden Funnel kurz vorstellen. Es werden verschiedene dabei sein. Welche, die du halt eben nur mit Alufolie rauchen solltest, welche, die perfekt für die Smokebox geeignet sind. Checkt das auf jeden Fall dann mal ab. Es wird die nächsten Wochen online kommen. Wann genau, kann ich euch nicht sagen, aber wir wollen auf jeden Fall schauen, dass wir es bis Ende Februar noch rausbringen. Und ansonsten war es das jetzt eigentlich auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch haben meine Tipps und Tricks ein bisschen was geholfen, um da ein bisschen weiterzukommen oder Informationen zu sammeln. Ich hoffe halt auch, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr unseren Kanal gut findet, wenn euch die Videos gefallen. Abonniert unseren Kanal, lasst gerne auch ein Like da und schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ja, ansonsten war es das jetzt auch soweit. Wir nehmen jetzt noch einen Zug zusammen und dann würde ich mich auch schon verabschieden. Ja, Freunde, bleibt auf jeden Fall dran. Von uns werden regelmäßig neue Videos kommen. Egal, ob es jetzt Tabakvorstellungen sind, ob es mal um Köpfe geht, so Q&A, Frage-Antwort-Videos. Bleibt da auf jeden Fall dran. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und guten Rauch.